Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Silvan. Ich bitte auch bei den Fragestellern, nicht drei Fragen hineinzupacken, sondern sich bei einer Frage zu konzentrieren. Dann kommen wir auch mit der Zeit durch. Bitte, Herr Abgeordneter Silvan. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, aufgrund des Überfalls der Hamas auf Israel musste im Oktober 2023 die Österreicherinnen und Österreicher aus Israel evakuiert werden. Das sollte zunächst mit der Herkules passieren, die ist aber leider aus technischen Gründen in Hörsching liegen geblieben und wurde dann mit den, und die Österreicherinnen wurden dann mit Charterflügen mit Dauer evakuiert. Jetzt die Frage, wie schaut es aus mit der Nachfolge der Herkules-Beschaffung und was wird das kosten? Ja, eine sehr wichtige Frage, wichtig auch zu betonen in der damaligen Situation, dass wir bei der Evakuierung dann eigentlich die schnellsten und die ersten waren. Aber Sie haben schon recht, ich treffe auf sehr viele Gerätschaften im österreichischen Bundesheer. Ich glaube, Sie haben es von mir schon mal gehört, Herr Abgeordneter. Ich sage, bei vielen der Gerätschaften, die sind älter als ich das bin und bei unseren Transportflugzeugen, den Herkules, von denen wir drei haben, ist das ohne Zweifel so. Das war ja ein Gerät, das ja auch gebrauchter, beschaffter worden ist bereits und ohne Zweifel ein technisches Ende hat. Dieses technische Ende ist von unseren Expertinnen und Experten mit 2030 angegeben worden. Die Herkules erfüllt nach wie vor, gerade was auch die Auslandseinsätze anbelangt, ganz wichtige Transportaufgaben. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die hat sich zunächst mit der Vorbereitung beschäftigt. Mittlerweile ist ja die Entscheidung auch getroffen worden. Die technische Ausschließlichkeit führt dazu, dass wir das Modell der Embraer gemeinsam eben mit den Niederlanden beschaffen werden. Die C390, die erfüllt alle Anforderungen, die wir bei uns im Ressort auch festgestellt haben. Und eine konkrete Zahl jetzt zu nennen, der Sinn dieser gemeinsamen Beschaffung, weil Niederlande und sehr viele andere europäische Staaten dieses Modell auch bereits im Einsatz haben, macht es für uns natürlich auch möglich, dass wir zum einen schneller beschaffen können, zum anderen auch Kooperationen eingehen können, sei es im Bereich der Ausbildung oder auch im Bereich der Lagerhaltung. Da jetzt die Zahl schon zu nennen, das wäre nicht seriös, weil wir hier gemeinsam dies mit den Niederlanden tun werden. Es werden jedenfalls vier dieser Maschinen sein, die wir gemeinsam dann mit den Niederlanden beschaffen werden. Zusatzfrage? Kann man jetzt schon sagen, also dass es vor 2030 ein neues Gerät geben wird? Ich gehe davon aus, weil auch die Niederlande diesen durchaus dringenden Bedarf hat. Daraus hat sich ja auch nicht zuletzt diese gemeinsame Entscheidung ergeben. Und unsere Ziellinie wäre, dass wir vor 2030 eben auch die Geräte da haben. Ziellinie wäre 2028. Aber Sie wissen, die Beschaffungen allein, die Vorbereitung, bis man soweit ist vom technischen Pflichtenheft bis zur Umsetzung, die dauert eine geraume Zeit. Ich glaube, eines ist auch wichtig, dass wir für diesen Bereich uns mit Interimslösungen dann auch beschäftigen. Sollte das zu dem Zeitpunkt nicht passieren, dieser Auftrag ist bereits auch ergangen, sehr intensiv auch an einer Zwischenlösung zu arbeiten, weil man selbstverständlich auch immer einen Plan B hier für diesen Bereich haben muss.